Nach 4 Jahren präsentiert Audi nun die 2. Generation des A7. Dabei übernimmt das viertürige Oberklasse-Coupé den Stil des neuen A8. Doch wo genau liegen nun die Unterschiede der zwei Luxusfahrzeuge? Also es sind vollkommen unterschiedliche Fahrzeuge, dadurch, dass der A8 der Art verwandt ist mit dem A7, aber eher ein Chauffeursfahrzeug ist und von den Kunden eher im hinteren Teil des Fahrzeugs genutzt wird, so ist der A7 ein auf den Fahrer zugeschnittenes Fahrzeug, wo man dann diese Technik einfach nur selbst erleben kann. Im Vergleich zum Vorgängermodell bekam der neue Sportback einen flachen und breiteren Single-Frame-Kühlergrill. Mit den schmalen LED-Bändern und den vielen Kanten wirkt er deutlich sportlicher als der A8. Sehr sehenswert ist zudem auch das Heck des Autos, wo ein durchgängiges Leuchtband den hinteren Teil des A7 schmückt. Also wir haben viele unserer Fahrzeuge bereits auf dem modularen Längsbaukasten, der Q7, der A8 und jetzt hier eben auch der A7. Wir nutzen dort ähnliche Technik, ähnliche Grundtechnik, die wir dann in allen Fahrzeugen verbauen, die wir dann fahrzeugspezifisch aber anpassen, so wie wir es hier im Interieur auch sehen, wo der A8 und der A7 sich zum Beispiel die Bedienphilosophie und die Displays teilen, aber dann wiederum im A7 doch noch zugeschnitten auf den Fahrer mit einer starken Fahrerorientierung arbeitet. Auch beim Allradantrieb des Topmodells gibt es Besonderheiten. Also wir haben hier in dem A7 zwei unterschiedliche Allradkonzepte verbaut. Beim TDI ist es ein permanenter Allradantrieb und bei unseren TFSI-Motoren ist es das sogenannte Quattro Ultra-Konzept. Dort wird der Allrad nur dann hinzugeschalten, also die Hinterräder nur dann mit als Antriebsräder mit zugeschalten, wenn es die Fahrsituation benötigt. Das heißt, wenn es nicht benötigt wird, ist es ein frontgetriebenes Fahrzeug und verbraucht somit dann auch weniger Sprit.